Ein Leben im Fadenkreuz des Schicksals. Es sind schwere Zeiten, man muss leiden, um zu reimen. Sirenen laden euch zur Misswahl. Denn es ist ein harter Weg von Pubertät bis Eigenheim. Wenn auch verhältnismäßig kurz, denn Kurt Cobains Blaupause hat Hochkonjunktur, trau dich. Denn jetzt mit deiner 30 ist es endlich nicht mehr peinlich, wenn du ungefragt deine Jugendliebe beichtest. Der Inhalt austauschbar und damit relevant. Du hast die Zielgruppe am Haken, weil du sehr gut shoppen kannst. Niemand weiß, was du sagst in deinem Text, du kommst vom Dorf. Doch es muss ziemlich wichtig sein, das Video spielt in New York. Es klebt ein Instagram-Filter über dem kindlichen Weltbild und Capri-Sonne an den Fingern, die jetzt das Geld der belanglose Soundtrack für die Generation Y. Seiner Premium-Edition liegen Taschentücher bei. Wenn ein Bonzenkind traurig ist, weint der Mann im Mond, er schenkt ihm Jordan sein Abo für die Vogue. Und dieses Bonzenkind macht davon ein Foto, lädt es hoch, ist wieder traurig und dann weint der Mann im Mond. Der Mann im Mond, 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 der Mann im Mond. Und wenn du traurig bist, dann hilft der Mann im Mond, der Mann im Mond, der Mann im Mond. Ey, yo, was Girl in deinem Mund? Ich esse MCs ohne Teller und schieb sie mir schnell in meinen Schlund. Uns unterhält deine Kunst, man hält sie für stumpf. Wen hältst du für dumm? Talk, gib mir den Beat und dann wird an Ort und Stelle gebumst. Sag mal, bist du noch auf Ritalin oder schon wieder clean? Und was ist der Grund dafür, dass du einen ziemlich fiesen Kiefer schiebst bei Vis-a-vis? Rap liegt hier in Ketten, so wie Sinan G. Und du kommst, um ihn zu retten mit einer Sojamilch mit vielen Vitaminen. Das zeigt geil. Geist auf deiner Seite, amazing, unfassbar. Denn du hast der Bomberjacke aus den Zeiten, in denen du noch tough warst. Du selbst das Astra, denn du fühlst dich psychisch nicht belastbar. Ich fühl ein Pain, ein geringer Selbstwert, eine Menge Weltschmerz und ein bisschen Asthma. Ich bin wie Morlock, denn ich hab einen leichten Schaden. Und wenn du mich in deinem Unterhemd nochmal krumpeln lässt, klären wir die Dinge wie bei Kain und Abel. Selbst deine dicke Ex hat für deine Tracks nur Disrespekt. Doch keine Sorge, ich fix sie nett, denn die Bitch sieht aus wie: Wenn ein Bonzenkind traurig ist, weint der Mann im Mond, er schenkt dem Jordan sein Abo für die Vogue. Und dieses Bonzenkind macht davon ein Foto, lädt es hoch, ist wieder traurig und dann weint der Mann im Mond, 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 der Mann im Mond. Und wenn du traurig bist, dann hilft der Mann im Mond, der Mann im Mond. Ich krieg die Tanzmoves von Drake leider nicht hin, weshalb auch nichts, was ich sag, so bedeutungsschwanger aussieht. Und verträumt in die Ferne und erzähl uns, welches Lebensgefühl du mit welchen Paar Schuhe verbindest. Der vom Vorschuss bezahlten Wohnung ist traurig. Das Leben kann schon manchmal gottverdammt hart sein. Nichts bringt meine Gefühle so gut auf den Punkt wie ein Hashtag. Und so nenn ich dann mein Album Raute Gefühl. Dieselbe Agentur, die diese ekelhaften H&M-Werbespots mit Minderjährigen dreht, dreht jetzt scheinbar auch Rap-Videos. Schönen Dank, ihr Trottel, dass ihr nicht kotzen müsst, wenn ihr euch seht. Wie fühlt sich das an, wenn nur Kinder einen ernst nehmen? Sagt Dinge wie Mode ist Kunst. Doch wie willst du dich artikulieren mit deinem Schwanz in deinem Mund? Deinem Schwanz in deinem Mund. Wenn ein Bonzenkind traurig ist, weint der Mann im Mond, er schenkt ihm Jordan sein Abo für die Vogue. Und dieses Bonzenkind macht davon ein Foto, lädt es hoch, ist wieder traurig und dann weint der Mann im Mond, 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 der Mann im Mond. Und wenn du traurig bist, dann hilft der Mann im Mond, der Mann im Mond, der Mann im Mond. You could get some luck for a talent, although I can't promise you that you will not suck. Promise you that you will not suck. With sales control stats, I place